Anfang 2011 wurde bekannt, dass Oliver Döring als Autor, als Skriptautor und Regisseur bei John Sinclair aussteigt. Zu diesem Zeitpunkt haben wir, also Ear2Brain Productions, wir haben das Sounddesign für Oliver Döring gemacht. Wir haben das seit der Folge 51 gemacht. Und zu dem Zeitpunkt haben wir mit Dennis zusammen einige Sonderberg-Projekte, Hörspiele gemacht. Wir haben Clone Wars gemacht zu dem Zeitpunkt. Die Elfen waren in Vorbereitung. Da habe ich Dennis einfach gefragt, ob er daran Interesse hätte. Und dann haben wir zusammen ein Gesamtkonzept für die Serie erarbeitet. Das heißt Sounddesign und ja, Geschichten, Entwicklung, Stil, Entwicklung der Figuren und so weiter, haben das bei Lübbe eingereicht als Gesamtkonzept und das wurde angenommen von Lübbe dann. Also es gab von Anfang an die Vorgabe, dass einige Elemente geändert werden sollen, wie zum Beispiel das Intro und die Zeitansage, die anders gestaltet werden sollten. Es gab auf der anderen Seite aber natürlich auch von unserer Seite, von Lübbes Seite und sicherlich auch von Seiten der Hörer den Wunsch, gewisse Elemente, die wichtig für die Serie sind, auf jeden Fall beizubehalten, wie zum Beispiel den doppelten Erzähler, dass also Sinclair selber in der Ich-Perspektive seine Handlung berichtet und dass ein allgemeiner Erzähler für die anderen Szenen, in denen Sinclair nicht dabei ist, verwendet wird. Den Schlussmonolog haben wir beibehalten, die schnellen Schnitte haben wir beibehalten. Genauso gut gab es aber auch Dinge, die wir von Anfang an ändern wollten und andere Vorstellungen hatten. Dazu zählt zum Beispiel eindeutig, dass mehr Doppelung stattfindet, dass also der ein Monolog des Erzählers, wenn er Handlung berichtet, auch durch echte Handlung und Spiel unterlegt ist. Was ein gewisser Aufwand ist, weil eben viel nonverbal stattfindet, viel durchgespielt werden muss, was man dann vielleicht nur im Hintergrund hört, dass wir für diese Art der Doppelung natürlich auch eine andere Raumdarstellung brauchen, darauf kommen wir später dann noch zu sprechen. Ja, und so gab es einfach viele Elemente, wo wir überlegt haben, das würden wir gerne beibehalten, das versuchen wir zu ändern. Bei diesem hier wollen wir Teile übernehmen. Und ja, das sind so die Dinge, die für uns am Anfang wichtig waren. Ich glaube, das Wichtigste ist, was ja auch immer wieder jetzt natürlich gemacht wird, man stellt die Folgen bis Folge 70, die neuen Folgen gegenüber und sagt, diese Änderung gefällt mir nicht oder diese gefällt mir und das finde ich so und so und wieso haben sie jetzt das und das gemacht? Bei dem Ganzen muss auf jeden Fall klar sein, und das war uns, das war Lübbe, allen von Anfang an klar, dass wir keine Döring-Kopie machen werden. Dass wir also diese Folgen, die vorher da gewesen sind, dass die für sich stehen, die sind gut, die sollen so sein und damit soll auch Oliver Döring identifiziert werden. Aber es ist weder unser Ziel, noch haben wir diese Möglichkeit, denn wir sind andere Leute, wir haben andere Ideen, andere Vorstellungen und die setzen wir auch eben in andere Hörspiele um.